Da! Hier, da. Bonsai, Bonsai. Da fehlt mir einer. Machen wir mal, Leute. Das habe ich, okay. Das ist jetzt das spontane Bonus-Level. Dann haben wir nämlich wenigstens die ganzen Edelsteine. Dann hole ich heute kein Relikt mehr, aber diesen Edelstein, den möchte ich jetzt ganz gerne auch holen. Ich weiß, dass ich bei dem Level in der Zeit-Challenge mir Tierlein abgebrochen habe. Aber das ist jetzt ja der rote Edelstein, den muss ich mir so zwischendurch holen. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch, da war irgendwo eine Stelle, wo ich noch gesagt habe, guck mal an, hier bräuchte man den roten Edelstein. Hatten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Und dann holen wir das jetzt nochmal eben. Mal eben, ich hoffe, das bleibt auch bei mal eben. Ich werd euch gleich daran erinnern. So. Ja, dieses Level kriege ich noch sehr gut. Aber diesmal ohne Relikt, sondern auf normalem Wege. Bin gespannt. Brauche ich ja nicht so hetzen. Das könnte man eigentlich hinkriegen. Wobei, ich mag diese Musik ja total. Eigentlich ist das ein Level, was mich so ein bisschen runterbringt. Eigentlich ist das eine entspannende Musik und so. Ich finde es richtig schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. So. Und irgendwo mittig. Ich glaube, bei diesen... Ja, ich weiß nicht, wie soll ich das nennen? Diese drehenden Plattformen. Das kommt ja gleich da irgendwo. Da war, glaube ich, diese Stelle, wo dieser rote Edelstein unausgefüllt da zu sehen war. Und jetzt müsste er ja ausgefüllt sein, denn wir haben ja den roten Edelstein. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt eigentlich alle Äpfel und so einsammle, alle Kisten. Aber warum nicht? Ach, ich mag dieses Level. Ich weiß nicht, warum viele was gegen die Coco-Level haben. Klar, sie steuert sich ein bisschen anders, aber sie hat auch ihre Vorteile. Und ich mag ihre Level, total. Ich find's cool. So, hier kommt das, glaube ich, gleich schon. Da bin ich genau an der richtigen Stelle losgesprungen. Ich bin ein Held. Aber ich gibt's. Kommt noch ein Akku, ja. Da ist er doch schon. So, wollen wir mal gucken. Boah, jetzt werde ich hier fast nur abgemurkst. Wo bringt uns dieser rote Edelstein hin? Ach ja, natürlich. Hast du eine Bazooka? Nein, natürlich hat Oko. Ja, Oko. Coco hat natürlich keine Bazooka. Jetzt wirft er auch noch mal mit Messern rum. Ich glaub's nicht. Ich suche das einfach mal. Okay. Scheiß was auf die Kiste, weißt du das? Ich hab keinen Uka mehr. Ich höre aber schon das Ziel. Wie aus. So. Ja, ich darf da glaube ich gar nicht drauf landen, ne? Das. Hoffentlich. Die bleibt ja da, ne? Das hat ja nichts mit dem Totenkopf zu tun. Die müsste trotzdem da bleiben. Und wir kriegen aber gleich einen Akku. Das ist schön. Nein, ich sage jetzt nicht den Yogi-Löw-Spruch. Auch wenn er mir gerade wieder auf der Zunge lag. Okay. Also haben wir zumindest so gesehen unendlich Versuche hier. Ach man, du mit deinem bescheuerten Messer. Ach, da ist doch so ein Storch. Das ist schon nicht wahr. Der bestimmt kein Storch ist. Ja, vielleicht ist aber auch doch einer. Und die haben ihn einfach nur so einen roten Punkt auf die Stirn gepackt. Das sieht man ja. Aber ich weiß es nicht. Ja, Akku. Fliegt da einfach mal in die Kamera rein. Oh, komm, es geht schon. Ja, da hat der Vogel aber wieder fast gut zugeschnappt. Das denn machen? Und das durchhüpfen. Nicht lange überlegen. Oh, ich dachte, ich springe daneben. Wo muss ich denn hin? Ah, nach vorne. Ja, toll. Ich habe gedacht, ich kann darüber gehen. Das sieht man doch so schlecht. Heieiei, das ist ja wieder eine Aufgabe. Okay. Ah, wir kriegen nur schnell die gebacken. Ja, klar. Sicher das. So. Hallo, Coco. So, Gas geben. Ui! Okay. Ui! Ui! Den Vogel. Und ah! Okay. Wahrscheinlich kriegen wir gleich auch noch einen Mitleidsakku zusätzlich. Das heißt, wir haben dann sogar zwei Versuche. Was ja richtig geil wäre. Okay, das schauen wir. Wie macht man das denn? Wie soll ich das denn schaffen? Achso, ganz leicht antippen. Geht auch. Es geht auf jeden Fall, okay.
Och nee, jetzt war ich nicht auf der richtigen Höhe von der... Von der Bildsdings daher hier. Naja, egal. Das ist halt dieses 3D, ne? Von dem wir in letzter Zeit immer alle reden. Ja. Sowas hat es früher beim Mario-Spielen nicht gegeben. Da gab's nur eine Dimension. Ja, zwei. Zwei Dimensionen gab's schon. So. Juppie du. Okay. Eins. Zwei! Okay. Also das schafft. Bin ich jetzt auf der richtigen Höhe? Ich hoffe mal. Ja, bin ich. Gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ui! Okay. Oh Gottes Willen. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Ich bin hier. Bin irgendwie hier. Irgendwie bin ich hier. Das habe ich nicht erkannt. Die steht da oben. Die Perspektive ist aber auch gerade ein bisschen komisch hier. Ja, ich schieb wieder alles aufs Spiel, ne? Ich weiß. Okay, jetzt haben wir schon zwei Akkus. Also der Mitleids-Akku ist uns schon mal sicher. Das ist gut. Das heißt, wir könnten gleich sogar einen dritten bekommen. Das wäre natürlich noch geiler. Wobei das... Ja, nee, Moment mal. Für die Stelle mit den Nitro-Kisten ist das nicht so gut. Das Thema hat sich aber gerade erledigt, weil unser Akku schon wieder weg ist. Okay. Und hier hört man schon das Ziel. Wir sind eigentlich noch total weit davon entfernt. Vielleicht hört man hier aber auch das offizielle Ziel. Das kann auch sein. Da sind wir ja dran vorbei. Ja, Coco. Aber immerhin, das ist doch schon mal was. Das ist eine Wünschke. Ich bin noch am Leben. Ich war am Leben. Aber dann habt ihr wenigstens noch ein bisschen Videomaterial. Beziehungsweise ich eigentlich. Jawohl. Okay. Miau, 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 miau. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Level, also diese, ja, diese Extra-Level mit den bunten Edelsteinen sind schwieriger als die mit diesen Totenkopf-Plattformen. Ja, das war sehr clever von mir. Ein Akku direkt wieder verschwendet. Boah, wenn das Messer mich jetzt getroffen hätte, ne? Das wäre jetzt sehr, sehr fies gewesen. Ist mittlerweile nicht mehr so extrem. Das kriegt man jetzt alles gepackt, ne? Das geht eigentlich auch, wenn man erstmal weiß, wie. Ne? So ein bisschen nach vorne gesprungen bin ich. Sollte passen. Ja, es sollte passen. Das kann ich absolut nicht erkennen. Da habe ich irgendwie einen Knick in der Linse oder ich bin einfach nicht fähig, das zu sehen. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch für so eine Zellen, für so eine Stellen, ja. Szenen wollte ich erst sagen und dann kam Stellen und ja, weiß auch nicht. So. Also, wir haben wieder zwei Akkus. Noch. Boy, der Boy. Okay. Doing. Und doing. Wenn ich jetzt wüsste, wie weit ich nach vorne muss, dann passt das jetzt. Ich hoffe mal. Gut. Jetzt kommt wieder die tolle Stelle gleich. Und da weiß ich einfach nicht, wie weit ich nach vorne lenken muss. Oh Gott, Alex. Stell dich doch mal an. So. Okay. Ich muss unbedingt gleich Feierabend machen hier. Merkt das. Ich mache hier nicht mehr die besten Moves. Wobei die ganze Aufnahme nicht so prall war. Aber es ging eigentlich. Ah, komm. Ich habe ja ein bisschen was erreicht, das ist ja nicht. Schon auf den Kasten springen, Coco. Super, das ist gut gesprungen. Ja, doch. Hervorragend. Yabbi du. Nein, warum bloß? Na gut, ein Akku ist uns noch gegönnt. Das hörte sich gerade eben an, als hätte ich einen Akku verloren. So leicht im Hintergrund habe ich so ein Akkugeräusch gehört.
wahrscheinlich habe ich in die Zukunft gesehen und das war der von gerade eben. Was? Was? Wieso springst du denn nicht nach vorne? Jetzt macht Coco auch nicht mehr mit. Es ist doch alles nicht mehr normal. Wie viel Leben habe ich denn noch? Ich hoffe reichlich. 35, okay, das geht noch. Gab schon bessere Zeiten, gab aber auch schon schlechtere. So. Darf ich jetzt endlich mal da hinten hinspringen, ohne zu sterben? Es geht wieder. Sehr schön. So. So, schon nach vorne. Ich habe ein bisschen Concentration hier. So. Das verstehe ich wieder nicht. Ich war nicht auf den Nitro-Kisten drauf. Das ist auch eine blöde Stelle. Wenn ich das mal so sagen darf. Das habe ich auch sehr gut gemacht. Ich hänge hier unten im Wasser fest und darf nicht wieder raus und ertrinke zwangsläufig. Läuft. Läuft wie ein Länderspiel. So. Okay. Zwei Akkus im Gepäck. Sollte eigentlich reichen. Ja, sehr gut, Alex. Jupp. Was ist denn das? Wieso springst du denn jetzt so komisch? Ich konnte sonst immer darauf springen direkt. Das macht sie gerade nicht mehr. Ich weiß bloß nicht... Ja, Coco ist klar. Soll ich jetzt gleich mit dem Steuerkreuz lenken, oder was? Ist das zuverlässiger? Versuch's einfach mal. Ja, man sollte schon irgendwie auf der Höhe sein. Das hört sich gut an. Ich bin nicht auf der Höhe. Ha, ha, ha. Ah, okay. Versuchen wir jetzt mal einmal was mit dem Steuerkreuz. Vielleicht klappt das besser. Gerade in diesen... Gang, wo man hier so ein bisschen zwischenlenken muss. Aber das ist schon jetzt wieder ein bisschen ungewohnt gerade mit dem Steuerkreuz. Das ist schon wieder was anderes. So, komm. Ich muss doch jetzt da hochspringen können. Das macht sie nicht! Sag mal. Ohne Witz. Ich kann da hinten nicht hoch. Was soll das? Ich muss doch da hinten hinspringen können. Also, das ist jetzt total die Verarschung. Ich komme da oben nicht hin. Ich kann da nicht hinlenken. Das liegt jetzt nicht an mir. Ich bin ja nicht blöd. Ich kann ja wohl noch in die richtige Richtung lenken. Das schaffe ich wohl gerade noch. Das Spiel möchte nicht, dass ich da oben raufspringe. Da ist irgendwie so eine unsichtbare Wand. Und dann ja, landet sie da unten im Wasser. Oder ist das Spiel mittlerweile auch schon... etwas müde, dass es deswegen nicht klappt. Komm noch mal jetzt. Jetzt geht. Ja! Ist klar, jetzt geht das wieder. So, vorne bitte. Okay. Wenn das erstmal anfängt zu explodieren, ne? Dann sehe ich auch absolut nicht mehr, wo ich bin und wie ich springen soll und wann ich anhalten muss. Das kann man dann vergessen. Ja, genau. Ach, Leute. Ich wusste, dass das mit mal eben nicht getan ist. Warum tue ich mir das überhaupt an? okay. Ich sollte auch nicht mehr spät abends aufnehmen. Ich glaube, das ist immer so nach. Was heißt spät? Es ist auch nicht spät, es ist 21:15 Uhr. Aber, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich früh morgens aufnehme, direkt so nach dem Aufstehen oder nach dem Frühstück, dann ist das meistens schon erfolgreicher, was ich hier fabriziere. Und dabei sollte ich, glaube ich, auch bleiben. Bis heute Morgen ging das irgendwie zeitlich nicht. Ich hatte meine Reifen heute Morgen wechseln lassen, von Winter auf Sommer. Und ja, Termin konnte ich schlecht auf spätabends verlegen, ne? Von daher. Och Mann, ich kriege hier gleich die Krise. Gleich schneide ich wirklich. Also dann.
Ihr wollt das ja auch hier nicht eine halbe Stunde lang sehen. Das sag ich mir immer wieder. Nachher wollt ihr euch das doch antun. Aber, ja. Jedenfalls, wenn dieser Level vorbei ist, das ist jetzt definitiv sicher, dann mache ich für heute nichts mehr. Und dann sollten wir, glaube ich, so um die 96% haben, kann das sein? Dann müssten wir nämlich nur noch, in Anführungsstrichen, 10% beim nächsten Mal holen. Und da wäre ich fast wieder nicht hier raufgekommen. Oh Gott. Aber wir haben trotzdem noch einen Akku. Ja, jetzt haben wir keinen Akku mehr. Und jetzt kommt diese tolle Stelle mit den Kisten. Ja, ist klar. Schaffe ich doch eh nicht. Nicht ohne Akku. Ja, vor allem nicht, wenn ich einfach dieses Trampolindach runterlaufe. Letzter Versuch. Danach schneide ich euch ran. So. Hau, ich habe gesprochen. Vielleicht klappt es jetzt ja auch. Vielleicht habt ihr Glück. Und ich schneide nicht. So. Hopf. Concentration, Alex. Sieht doch eigentlich fast gut aus, würde ich sagen. Warum hüpft sie manchmal so hoch und manchmal nicht? Jetzt habe ich wieder keinen Akku und ich kann das eigentlich schon knicken. Aber, ja, was soll's, ne? Tja. Jetzt klappt's natürlich, ne? Hey, da wäre der Stein gewesen! Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Und ich krieg eine Fähigkeit. Habt ihr das gesehen? Es gibt eine Fähigkeit als Belohnung. Kriege ich dann eine Fähigkeit, die nur für Coco ist? Oder wie darf ich das verstehen? Wahrscheinlich, ne? Sehr interessant. Okay, aber zumindest sind wir hier dem Ende ziemlich nah. Das macht mir gerade Mut. Hätte ich noch einen Akku gehabt vielleicht? Ja, das lag ja nicht am Akku eigentlich, ne? Wann lag es denn eigentlich eben? An Alex. Och, das war doch eigentlich... Komm, ich schneide jetzt. Pum! Okay. Turbo-Bodenwurf. Drücken Sie die X-Taste für einen harteren Bodenwurf vor dem Sprung und die Kreistaste, wenn Sie am höchsten Punkt des Sprungs sind, drücken Sie zum Weiterspielen. Okay, also habe ich jetzt mit Coco... Muss ein Kreis überhaupt da? Ach, so eine Stampfattacke habe ich jetzt mit Coco praktisch. Okay, okay, okay. Joa, ist auch nicht schlecht. Jetzt warte ich noch ein bisschen, Flamme hier weg ist. Und ich schaffe es. Und wir haben den Edelstein. Also wir haben tatsächlich jetzt eine Attacke, die jetzt speziell für Coco ist, was ich nicht mehr wusste. Ist das eventuell die Belohnung für die ganzen bunten Edelsteine? Weil das war ja der letzte bunte Edelstein, den wir, glaube ich, kriegen konnten, oder? Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls haben wir eine Fähigkeit für Coco speziell. Wusste ich nicht mehr. Hatte ich nicht mehr so eine Erinnerung. Auf jeden Fall ganz schön. Und, ja, wir haben doch noch wieder einiges erreicht. Wir speichern mal eben zusammen ab und gucken, wie viel Prozent wir haben. Und ich denke, nächstes Wochenende hole ich dann den Rest des Spiels, dass wir die 106% voll haben. Und damit wäre dann der 6. Teil von Crash Bandicoot auch geschafft. Schön, Banzai Bonsai haben wir jetzt auch zu 100%. Und wir müssten jetzt eigentlich nur noch 4 Edelsteine brauchen. Wo sind die Edelsteine? Ja, genau. Das sind die 4, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, die im geheimen Warp-Room. Und es fehlen 6 Relikte. Das kann auch gut hinkommen. Wir haben alle Kräfte. Super. Und wir haben 96%, sehe ich gerade. Das ist doch schön. Fehlen uns noch genau 10%. Und die gehen wir dann praktisch in der letzten Session an. Sollte eigentlich machbar sein. Wir versuchen es auf jeden Fall. Und damit verabschiedet sich euer Alex für heute. Habt noch ein schönes Restwochenende. Wobei, ihr seht das hier wahrscheinlich gar nicht am Wochenende. Aber ich nehme es am Wochenende auf. Edge. So, und ja, ich würde sagen, bleibt mir treu und drückt mir die Daumen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.